Vielleicht würde dann der Vatikan frei sein von Exzess und Sünde. Wenn einfach, ditto, mach dich kurz zum Säugling. Oh ja. Geld. Weißt du, wo man auch gut Geld verdienen kann? Mit Pokémon. Und zwar eine Stunde lang. Alter, Leute, hallo, ein Aloha und herzlich willkommen hier beim Brennpunkt Internet Spezial oder Brennpunkt Nutzerfrage. Ja. Brennpunkt Nutzerthema. Wir werden sehen, wie wir es nennen. Spezialfolge Brennpunkt Internet. Ich habe es ja in der letzten Folge auch schon angekündigt. Ihr könnt uns kaufen. Und zwar so richtig. Für eine Stunde dürft ihr entscheiden, worüber wir reden sollen. Wir sind eure Nutten. Eure Bitches. Ja. Ihr könnt eure Themen ganz tief in uns reinstecken. Wir prostituieren uns für 20 Euro in der Stunde. Teilen wir natürlich untereinander auf, deswegen ist es eigentlich gar kein guter Stundenlohn. Ja? Nee. Also ich meine, wenn du einmal Schauspieler eine Stunde machst, da kriegst du ja irgendwie 300 Euro bar auf Tasche, ja, und noch einen Klaps auf den Arsch hinterher. Kommt hin. Ja, nicht, kommt, ja, kommt. Kommt drauf an. Und ihr könnt es machen. Postet einfach eure Frage. Wir werden die nackte Frau durch die Wohnung laufen. Seht ihr jetzt leider nicht. Aber postet einfach uns euren Themenvorschlag, beziehungsweise nicht Vorschlag, wir müssen es ja machen. Richtig. Aber natürlich wollt ihr auch was davon haben. So. Eure Deswegen, persönliche kleine Diktatur. Genau. Nehmt ein geiles Thema, wo man vielleicht auch eine Stunde drüber reden kann, aber zur Not reden wir über alles eine Stunde. Das kriegen ist wir egal, schon ob man Lichtschalter, man kann so viel draus machen. Ist richtig. Es geht alles. Und zwar bei PayPal. Unten den Link findet ihr. Falls zu viele Anfragen kommen, steht dann da drin, ey, bitte jetzt erstmal nicht mehr. Das wird da wahrscheinlich jetzt nicht stehen, während ihr das hier hört. Also schaut gerne vorbei und bucht uns für eine Stunde und dann werdet ihr namentlich erwähnt. Wie zum Beispiel Benny. Denn Benny, ein Patron seit vielen Monaten, hat sich ein Thema gewünscht, welches ihr natürlich längst wisst, da es im Titel steht. Und zwar Pokémon. Es geht um Pokémon. Das hat meine Kindheit und auch mein Erwachsenenleben so krass beeinflusst und geprägt. Jo. Ich habe immer noch die ganzen Songs in den Ohren von den Pokémon-Spielen. Von Lavandia vor allem. Es ist wirklich gut. Aber bevor wir zu sehr ins Detail kommen, ja, da hast du vielleicht nicht drüber nachgedacht, aber ich, weil ich sehr klug bin, eine ganz wichtige Grundsatzfrage muss für alle Leute immer am Anfang stehen. Shiggy, Glumanda oder Bisasam? Warte, vielleicht sagen wir es beide gleichzeitig und wenn wir nicht dasselbe sagen, dann gehen wir einfach. Dann fliege ich heraus. Okay, hast du da eine Entscheidung getroffen? Ja, sofort. Okay. Eins, zwei, drei. Shiggy, bist du raus. Dumm? Raus aus deiner Wohnung. Ich sag dir auch, wieso. Glurak ist einfach nur ein Drache. Es gibt so viele Scheißdrachen, ja. Da gibt's Elliot das Schmunzelmonster, dann gibt's die Drachen von Game of Thrones und so. Aber Shiggy entwickelt sich zu Turtok, was eine Schildkröte mit Panzerfäusten ist. Das gibt's halt nicht in jeder Form von Fantasy. Ja, es ist richtig. Ich finde auch, dass Shiggy die zweitbeste Wahl, mindestens zweitbeste Wahl. Ja, da sind sich eigentlich alle einig. Bisasam ist das autistische Loser, Kind Loser in der Ecke, mit dem keiner spielen will. Richtiger Loser. Aber Shiggy ist vor allem auch für die Anfänger gut, weil du damit die erste Arena voll easy besiegen kannst. Was sollen diese Spitze in meine Richtung klatschen? Ist so, weil Rocco, der erste Arena-Leiter in Marmoria City, der hat Gesteins-Pokémon. Richtig, und der steinigt dich, wenn du halt keine guten Pokémon hast. Und entweder nimmst du Shiggy und besiegst ihn in einem Zug, oder du machst es wie ein Pro-Spieler wie ich, der sich Zeit nimmt und trainiert das mal ein Team nach oben und dann besiegt der Rocco auf verdiente Weise mit einem Glumanda. Ich habe mal ein Video gesehen, wie ein Typ, ich weiß es nicht genau, wie es war, das ist echt schon eine Weile her, aber der hat, glaube ich, nur mit einem Ditto oder so, also ganz, oder so ein Radfranz, irgend so ein ganz basic Pokémon, kein anderes Pokémon gefangen und nur damit das Spiel durchspielen wollen. Das hat er mit mehreren gemacht, mit 1-2 ging es irgendwie nicht, weil du irgendwann an eine Stelle kommst, als er diese Abilities durfte er anderen beibringen, so, was nötig war. Aber sonst Surfer, genau sowas. Aber sonst nur das. Und ich glaube, er hat es einmal mit einem Ditto gemacht und dann ein was mit einem Raupi. Genau das war es. Ein Raupi. Auch noch ein Käfer-Pokémon. Dass er am Anfang ja gar nichts kann. Ja. Es kann dann aber Verzweifler. So. Und dann musst du es mit Tränken immer wieder nachladen.
richtig geil. Also die Videos haben mich ultra unterhalten, obwohl ich ewig kein Pokémon geguckt hatte. So. Das sind diese Challenges, so Nuzlocke-Challenge, ja, wo man sich dann so Sachen auferlegt, die das Spiel mega erschweren. Weil irgendwann hast du als Fan und Fanatiker das Spiel so oft durchgespielt, dass du einfach mal eine Challenge brauchst. Und dann machst du halt, stellst du über den Emulator ein, dass du am Anfang einen Ratzfratz kriegst oder einen Ditto und dann fängst du kein anderes Pokémon. Oder wenn dein Pokémon besiegt ist, musst du es freilassen. Gibt es auch die Challenge. Hm. Dass es gestorben ist quasi. Das ist hart. Gut, aber nochmal ein paar Schritte zurück. Erstmal an die lieben Zuschauer. Bedankt euch bei Benny gerne für dieses Thema, wenn das euer Thema ist und wenn ihr hier drauf gedrückt habt, dann ist das ja wohl so. Wenn ihr das gerade hört, dann interessiert ihr euch für das Thema, sonst hättet ihr ja nicht drauf geklickt. Und dann könnt ihr auch gerne eure Wahl in die Kommentare schreiben oder ich mache 3 Kommentare. Shigi, Glumanda, Bisasam und was am meisten Likes kriegt, dann ist das ein für alle Mal gesettelt. Glumanda ist das beste Shigi. Dann ist es ein für alle Mal geklärt. Ja, gut, dann machen wir das so. Dann schreibt auch wenigstens keiner Erster außer Dion, der ist dumm. Und dann darüber hinaus aber vielleicht auch nochmal so eine Grundsatzfrage, bevor wir so wirklich ins Detail gehen über die Spiele, Filme, Serien, ja, Mangas, Manga, alles. Und was darüber hinaus ist denn dein Lieblings-Pokémon überhaupt? Weil das überschneidet sich ja richtig, vielleicht nicht. Das gibt es absolut. Es gibt nur ein Pokémon für mich und das war schon immer Gengar. Gengar. Gengar ist das Pokémon, das Ultimative. Es ist vielleicht nicht von den Fähigkeiten das Beste, ja, also es ist nicht jetzt ausgewogen, kann alles, aber ich finde einfach dieses Artwork von Gengar, da fängt es an, es ist so ein lila Geist. Ich muss gerade überlegen, das ist hier Nebulak, Alpollo und Gengar, genau. Ja. Und es hat so ein lila, dicker Geist, ja, mit einem ganz fetten Grinsen, auch genannt The Grim Grinning Ghost, was ich so süß und schon so cool finde. Und dann kann ja halt Hypnose und Traumfresser ist seine Kampftechnik und da stehe ich voll drauf. Und auch seine Story so, dass er ja ein totes Pixie sein soll, so diese Theorie, die es da gibt. Da bist du deeper drin als ich. Richtig, und Gengar ist für mich einfach das Pokémon, was ich schon immer am meisten gefeiert habe. Okay. Also ich habe auch überlegt, was könnte es bei mir sein? Früher war es auf jeden Fall immer Aquana, wo ich heute gar nicht mehr ganz weiß, warum. Ich fand es, glaube ich, sah am besten aus, weil das war das erste, in der ersten Generation das einzige, wo du mehrere Möglichkeiten hattest. Bei Evoli meinst du? Genau, und da war für mich Aquana das Beste, aber vielleicht auch, weil ich die Wasser-Pokémon irgendwie cool fand. Aber in der weiteren Recherche hat sich rausgestellt, warum. Denn eigentlich darüber hinaus ist es für mich Mewtwo. Ist vielleicht ein bisschen eine Mainstream-Antwort, gebe ich gerne zu. Aber dann habe ich überlegt, okay, was haben die beiden gemein? Und jetzt kommt es nämlich, die haben beide einen sehr arroganten Blick. Und es ist einfach nur dieses, ich bin der Geilste, so, ihr könnt mich alle mal. Und ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner zwischen den beiden, weswegen ich die beide cool fand. Einfach dieses von oben herab, ich bin Mewtwo, Alter, ich rotz dir an die Fresse. Mewtwo ist schon geil, ich finde, es ist auch mein Lieblings legendäres Pokémon, Mewtwo. Der ist natürlich, das ist halt so das Ding, er ist konzipiert, er soll ja cool sein, so. Ja. Deswegen, vielleicht muss ich bei Aquana bleiben, weil Aquana soll definitiv nicht cool sein. Aber guck dir Aquana mal an, hat einen richtig guten, arroganten Blick drauf. Ich hatte ein Aquana-Plüschtier, tatsächlich, und ich mochte Aquana auch. War jetzt aber nicht der Riesenfan. Also ich fand von diesen Evoli-Entwicklungen, glaube ich, Flamara am coolsten. Aber da hatte ich jetzt keinen Favoriten. Es war einfach nur so, das würde ich jetzt spontan sagen, finde ich am besten von den dreien. Ich glaube, das ging da auch um die Karten. Das Aquana auf der Sammelkarte sah, glaube ich, in Glitzern am besten aus. Ich merke gerade, wir sind sehr so Feuer und Wasser irgendwie. So Team Feuer und Flamme sind wir trotzdem beide richtig für das Thema, zum Glück. Noch eine kleine Sache, die du vorher gesagt hast im Vorgespräch, da ging es um das Wort Ficken, was in einem Song vorkam, wo du dann deinen Vater gefragt hast, hey, was ist das? Richtig. Ich hatte sowas ähnliches. Das war letzte Woche übrigens. Ja, ja. Das war, glaube ich, gar nicht im Podcast enthalten, aber ist egal. Nein, ich meine, dass ich meinen Vater gefragt habe. Ach so, okay. Nein, da warst du natürlich ein kleiner Junge. So. Und für mich gab es dieses Erlebnis für Pokémon. Nicht, dass ich gefragt hätte, sondern dass ich ganz, ganz neunmal klug, wie ich nun mal war, gesagt habe, oh, das darf man nicht sagen, das ist ein böses Wort. Und da ging es um den Namen Radikal. Weil ich habe gehört, auch Rechtsradikal gibt's, das ist was Schlechtes. Und dann ging es in der Schule, oh, das ist hier Radfratz und das ist radikal. Und dann habe ich gesagt, gleich den Finger gehoben, das darf man nicht sagen. Das war aus heutiger Sicht richtig niedlich. Da gibt es auch so ein Meme von Radikal, wie er so ein Hitlerbart hat. Das ist rechtsradikal. Nice. Ja, das waren so meine Fun Facts erstmal zum Einstieg, um hier wirklich reinzufluschen. Wann hattest du denn deinen ersten Kontakt mit Pokémon? Ah, ich weiß nicht, als wäre es gestern gewesen.
Das war zur Schuleinführung meines älteren Bruders. Der wurde, glaube ich, 99 oder 98 in die Schule eingeführt. Und er hat zum als Geschenk quasi die gelbe Edition bekommen. Den Gameboy hatten wir vorher schon. Mhm. Und ich habe dann auch als kleiner Bruder, der auch was kriegen sollte, die rote Edition bekommen. Und ich habe dann die rote Edition gespielt und die habe ich noch sehr lange gespielt und ich habe die immer noch so rumliegen. Ich habe mich sofort darin verliebt, obwohl ich noch gar nicht richtig lesen konnte, aber ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt. Ich glaube, bei mir war das zeitlich relativ ähnlich. Tatsächlich auch so 89, 88. Hm. 98, 99. Ich habe Pokémon gespielt, da gab es das noch gar nicht. Nee, da wurde ich zwar nicht eingeschult oder in die Schule eingeführt. Mein Onkel hat diverses in mich eingeführt wahrscheinlich, aber ich glaube, es war auch in dem Zeitraum, ich war, glaube ich, schon zweite Klasse oder so. Hm. Aber tatsächlich ging es über die Sammelkarten. Da müsste man jetzt mal recherchieren, aber das machen wir ja nicht. Hm. Wer braucht das schon? Da sind tatsächlich auf dem Schulhof die Sammelkarten rumgegangen. Hm. Und dann habe ich erst mitbekommen, dass es da auch eine Serie gibt. Und das mit den Spielen kam danach tatsächlich. Also vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, aber ich glaube echt, der erste Kontakt war über Karten. Und vielleicht bin ich dadurch heute noch bei Magic-Karten hängen geblieben, weil das so früh in mir ausgelöst wurde. Hm. Den Hefter, den ich damals für die Pokémon-Karten genommen habe, habe ich auch heute noch. Da sind meine Magic-Karten drin. Ja. Genau. Und so war, glaube ich, mein erster Kontakt. Ich habe die rote Edition tatsächlich, oder rot-blau, gelbe kam ja später, glaube ich, erst. Ne? Weiß ich gar nicht genau. Wo Pikachu, der hinterher rennt. Hm. Die hatte ich tatsächlich nie selber, weil ich keinen eigenen Gameboy hatte. Mhm. Mein erstes Spiel war dann die Goldene Edition. Mhm. Da war es so, dass ich zu meinem Geburtstag, wann wird das gewesen sein? Da war, glaube ich, der Gameboy Color gerade neu. Mhm. War das 99 vielleicht? Kommt hin. Ungefähr. Rund um meinen Geburtstag kam der raus so und dann hatte ich die Wahl, kriege ich jetzt einen Gameboy oder eine PlayStation 1? So, und meine Schwester hat natürlich gesagt, bist du bescheuert, einen Gameboy zu nehmen? Ja, PlayStation 1 ist viel besser. Den kannst du überall spielen, den Gameboy. Ist richtig. Aus heutiger Sicht muss ich aber auch sagen, die PlayStation wäre definitiv objektiv die klügere Wahl gewesen. Mhm. So. Aber damals natürlich, nee, ich brauche einen Gameboy. Hab darauf nicht viel mehr Spiele gespielt, außer damals die Goldene Edition. Aber wenn du in den Urlaub gefahren bist bei deiner Familie, dann, wir sind zum Beispiel mal nach Italien gefahren und nach Spanien. Wir sind ja nie geflogen, immer gefahren. Und ich habe da immer Gameboy gespielt, da ist die Fahrt verflogen. Ach, die Fahrt, okay. Ich dachte, alle so planschen im Meer, Tilo sitzt nein, da. Nein, nur im Auto. Okay. Ja, nice. Aber ich würde vorher noch so ein paar Grundsatzfragen vielleicht stellen, bevor wir wirklich auf das Spiel dann genauer eingehen. Und da habe ich mir so ein paar Überlegungen gemacht. Ja, wenn man jetzt, und auch aus gegebenen Anlass, kommen wir auch später noch zu, wenn die Pokémon tatsächlich in der echten Welt wären. Mhm. So, Gedankenspiel, ja. Viele Fragen tun sich auf, wie zum Beispiel, mit welchem Pokémon würde man den interessantesten Sex haben? Das ist die Frage, die ich mir auch schon immer gestellt habe, tatsächlich. Ja, die Frage ist ja auch, was sind denn Pokémon? Die legen ja Eier. Also offenbar haben die ja Kloaken oder sowas. Irgend sowas. Ja, wie Hühner. So. Die haben das Ding ist, das habe ich mir auch überlegt, aber die Pokémon haben ja, anders als Menschen, eine sehr verschiedene Darreichungsform und haben ja nicht nur die Löcher, die der Mensch vielleicht normal hat. Schaneira oder Schanera, ich weiß nicht, wie man... Schanera. Sprechen diverse Leute anders aus. Schanera ist richtig. Die hat ja zum Beispiel so ein kleines Säckchen, wo so ein kleines Ei drin ist. Und wenn man da einfach mal die eigenen Eier reinlegt, und du weißt, was ich meine. Ah. Ist schön warm. Oder Tangela ist einfach nur so ein komisches Loch aus so komischen Würmern. Da mal reinmachen. Echt? Also bei Tangela komme ich da gar nicht drauf, weil das hat doch, das sind noch keine Löcher. Nee, oder meinst du dieses Gesicht? Das ist wie Gesicht Kenny da quasi. Ja, ja, nee, Tangela ist Kenny von South Park, nur aus so Würmern quasi. Und da mal rein. Ich muss gerade nachdenken, welche Pokémon man denn sexualisieren kann. Das habe ich mir noch nie gefragt. Nee, aber also irgendwelche so länglichen Pokémon zum Beispiel, die man sich... Mogelbaum. Mogelbaum zum Beispiel, ja. Da würden sich diverse Leute draufsetzen, das kann ich dir sagen. Ach, krass. Das ist ein schönes Gedankenspiel. Ja. Ich will mal ganz kurz mir die Pokémon mal vor Augen führen. Mal gucken. Dann kann ich dir so ein bisschen noch realistische Ansätze geben. Ich glaube, es wird spätestens bei Hornliu jemand sich denken, das ist ein guter Dildo. Ja. Aber tatsächlich, ich glaube, dass Ditto, ja, einfach
weltweit versklavt werden würde. Jeder würde sich Ditto als Sexsklave halten, weil es kann einfach jede Form annehmen. Ja. Und das ist ja das Allergeilste daran. Ditto kann ja auch quasi dann ein Gegenstand zum Beispiel sein, der aber trotzdem dann noch ein Loch drin hat. Ja, da kannst du dann deinen Gegenstand... Aber kann er sich nur in Pokémon nicht verwandeln und, oder auch in Gegenstände? Also ich glaube, wenn es das in der echten Welt gäbe, da würden aber die Wissenschaftler ganz schnell dafür sorgen, dass Ditto sich in alles verwandeln kann. Weil es einfach der Menschheit als Gesamtkonstrukt sehr zugutekommen würde, glaube ich. Also, guck mal, vielleicht würde es dann auch keine Vergewaltiger. Vielleicht würde dann der Vatikan frei sein von Exzess und Sünde. Wenn einfach, Ditto, mach dich kurz zum Säugling. Oh ja. So. Weißt du? Es gibt ja in Japan, glaube ich, gibt es ja so Kindersexpuppen. Ja. Zum Beispiel. Und so Anime-Dinger und. Genau. Ja. Ich sehe gerade, Tauros hat 3 Schwänze zum Beispiel. Ja. Da kann man mal was damit anfangen. Ich glaube, der wäre beliebt auf so HIV-Gangbang-Partys. Schlurp. Eher was für die Weiblichkeit wahrscheinlich. Auch nicht. Ja. Es gibt ja auch andere Linguale. Das stimmt, ja. Und der wäre ideal. Schlurp. Auch ein großartiger Name. Und daraus, aus dem Ditto-Sexsklaven, hat sich auch für mich so ein bisschen die Frage entwickelt, welches Pokémon würde denn am meisten versklavt werden oder am meisten unterdrückt werden, aufgrund von, das ist das Schlechteste oder das ist das Dümmste oder Ditto ist ein guter. Also ich glaube, Ditto, wie gesagt, wird versklavt als Sexsklave, wird heiß gehandelt auf dem Schwarzmarkt, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und dann habe ich mir noch so gedacht, wahrscheinlich wird sowas wie Anton einfach kollektiv komplett gemobbt. Weil Anton ist ja auch so ein bisschen... Es hat immer Kopfschmerzen. Ja, es ist einfach so ein bisschen der autistische Anton Verwandte. Ist voll süß. Ist voll süß, natürlich. Aber ist halt auch einfach dumm. Kann nichts. Ja, das kann es. Doch, aber Anton ist doch stark. Ich dachte, in der Serie wird er immer so dargestellt, als wenn er mal angreift, dann ist er sehr stark mit Psychokinese und so. Ja. Er wird ja immer so underrated, weil er immer Kopfschmerzen hat und so klein ist. Hm. Und eine dumme Ente ist. Und dann zu Entoron wird. Entons Enten sind generell voll die süßen Dinger. Enten sind geil, muss man sagen. Habt ihr mal gesehen, die laufen? Habt ihr mal Laufenten gesehen? Ich bin mit Enten befreundet. Laufenten, das sind der Shit. Ja, und genauso sieht das aus. Bei Anton? Nee, der bei Laufenten. Oder? Ach so. Die Enten sind ja prinzipiell coole Viecher, aber so Laufenten. Also das... Hast du schon mal gesehen, wie das aussieht, wenn die gewisse Akte vollziehen? Das sieht lustig aus. Haben die Sex, richtig? Ich dachte, die machen das so klakenmäßig, so übertragen dann irgendwie die... Mit ihrem Bürzel machen die, glaube ich, hier so... Aber die machen jetzt nicht so rein-raus-Spiel. Rein-raus-Holocaust machen die nicht, nee. Aber die Frage ist ja auch, wenn es Pokémon wirklich gäbe, würden die Menschen sie auch essen? Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist ja so die Sache, ne? Die Kuh wird gefressen, der Hund aber nicht. So, dann gibt es jetzt zum Beispiel ein Pokémon... Ja, hier in Deutschland. Ja, wir gehen mal Europa. Hier vom Herrenland aus. Richtig. So, dann gibt es zum Beispiel ein Voltilamm, ja, aus der zweiten Generation. Ist halt ein Lämmchen, wird theoretisch gefressen. So. Richtig. Dann gibt es aber so Vulnonas oder so, die sind eher so Richtung Fuchs-Wolf so. Hundus da und... Hund, ach stimmt, die gibt es auch. Und für die Veganer gibt es das Flabébé. Flabébé. Das ist so ein Feen-Pokémon, das sich an so einer Blume festhält. Kennst du das? Aber stimmt, Pflanzen-Pokémon wären doch wieder vegan eigentlich, oder? Ja. Das ist halt die Frage. Auch so ein Onix zum Beispiel. Wie sieht denn das innen aus? Ist das komplett aus Stein? Das funktioniert ja nicht. Braucht ja ein Herz. Es braucht ja auch irgendeine Art von Fortpflanzungsorgan. Mich hat eher an Magnetilo immer gestört, dass er ein Metall ist. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch nicht leben. Ich finde, ja, Pokémon irgendwas innen drin muss ja sein. So. Das ist ja auch für die Sexfrage vielleicht relevant. Oder auch Dickda und Dicktri. So für mehr löchrige Penetration. Ja. Dicktri. Das ist halt wirklich die Frage. Wenn wir gehen mal davon aus, dass die nicht, also dass Onyx quasi normales Inneres hat und nur außen diese Steinschicht. Ich glaube, sie hat einen Stein. Für unser Gedankenexperiment, meine ich. Bei den Elektro-Pokémon habe ich die Theorie mit dem Plus und dem Minus. Wenn ein Plus-Pokémon ein Minus-Pokémon findet, neues Pokémon. Funktioniert aber so nicht. Pokémon entstehen durch Ditto. Wofür gibt es dann Plusum und Minum? Plusum und Minum, wie auch sie es heißen. Pokémon vermehren sich durch Ditto. Das wissen wir alle. Durch die Poképension in der zweiten Generation ist das so, dass ein Pokémon immer ein Ditto braucht, um sich zu vermehren. Na, aber ich glaube, da lügst du gerade. Ich glaube, wenn du ein männliches und weibliches da abgibst, gibt es dann auch Eier irgendwann. War das nicht so? Nein.
Echt? Ja. Fact-Checker bitte an dieser Stelle. Nee, aber ist ja egal. Für unser Experiment sagen wir mal, die haben normales Innenleben, damit man da auch ordentlich reinmachen so, kann. So Stein-Pokémon, ja. Genau. Und gut, da bist du jetzt bei... Aber Onyx hätte ja auch dann ein sehr hartes Loch. Wahrscheinlich, das aber das kann ja auch... Müsste. Das kann ja auch für die eine oder andere Person. Aber so ein Pummelluff zum Beispiel. Ja? Mhm. So ein Pummelluff, mit Pummelluff unanständige Sachen anstellen und dann ist das da halt so und ist ganz traurig. Das hat bestimmt für die eine oder andere Person einen gewissen Anreiz. Aber ich habe gerade hier Ultregaria vor mir und Knofensa, die auch so einen guten Blasmond haben. Tja, das ist durchaus... Ja. Also Pokesex-Sklaven würde ich mir anschaffen, wenn es Pokémon gäbe. Richtig. Die Frage mit dem Essen haben wir noch nicht ganz geklärt. Richtig, aber es gibt in der Pokémon Pokémon-Serie gibt es manchmal Einstellungen, wo die Leute Fleisch essen und es gibt ja in Pokémon keine Tiere. Es gibt nur Pokémon, aber sie essen Fleisch. Und es gibt sogar eine Folge mindestens, in der Carpador gegessen wird. Ja. Wo auf dem Teller Carpador liegen. Ich habe bei der Serie echt nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Kommen wir noch später zu, aber okay. Naja, also wenn es keine Tiere gibt, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Dann muss ja also. Weil Veganer sind die nicht, weil man sieht ja auch manchmal, wenn die essen die auch so Hähnchenkeulen. Und dann könnten das Taubogas sein oder Happitax. Wahrscheinlich. Naja, gut. Welches dieser Pokémon, um vielleicht von diesen grenzwertigen Fragen mal wegzukommen, welches wäre denn das Nützlichste? Weil es gibt, da muss ich auch wieder, auf Enton rumhacken. Das ist halt einfach nur eine fette Ente. Es ist halt niedlich. Es ist eine fette Ente. Was macht die schon? Fette Ente. Mit so einem Onyx kannst du in den Krieg ziehen lassen, weißt du? Aber was nützt dir denn ein Hund zum Beispiel als Haustier? Der kann dir deine Zeitung bringen. Das kannst mit Enton vielleicht auch. Mit Psychokinese. Nein, Enton ist einfach nur mit dumm. Einem Enton kannst du bestimmt schwimmen gehen. Nee. Doch. Und nein, auch nützlich, so nützlich, Fragen hier Slimog und so, ja? Die machen ja den Boden schmutzig. Richtig, die sind ja nicht gut, aber was haben die für eine. Kann man die quasi unter der Tür drunter durchschieben? Oder wie funktioniert die Konsistenz, das? Die ich glaube, die können das tatsächlich. Die können sie so klein machen, so zur Pfütze und dann überall durchgehen. Weil dann könnte man ja auch, dann ist ja auch wieder jeder Fetisch bedient, so ein Slimog-Einlauf. Ja, stimmt. Ja. Oder sie sich einen Ratzfratz einführen. Genau. Zum Beispiel. Das bietet so eine breite Bandbreite. Dann guckt halt nach Kopf raus und dann gibst du so den Befehl, mach mal hier den und den Angriff oder so. Ein bisschen Donnerschock. Ja, Ruckzuckhieb. Ja, Ruckzuckhieb immer wieder. Ja. Aber nützlich, ich glaube, das wären so Pokémon, auf denen man reiten könnte zum Beispiel. Also jetzt richtig reiten, so Taubos oder... Ob wir gerade Bennys Kindheit ein bisschen zerstören? Ich hoffe. Ich hoffe auch. Oder wenn man Schlafstörungen hat, kann Pummelhof helfen. Wenn es Gesang einsetzt, ja, das zum Beispiel. Ja. Fliegende Pokémon, mit denen man überall hinfliegen kann. Das habe ich mir bei Pummelhof auch immer gefragt. Wenn du da eine Nadel reinstichst. Platzt das? Ich glaube nicht. Nein. Es ist zwar so schön kugelrund, aber ich glaube, es ist keine Ballon. Das würden auch Leute probieren. Wir müssen das wirklich mal ehrlich betrachten. Vielleicht schaue ich auch mal mit auf deins, was du hier hast. Ich habe das nicht vorliegen. So, die Schlangen werden natürlich auch alle... Ne? Aber das muss ich auch sagen... Finde ich ein bisschen einfallslos, teilweise. Da wollte ich eigentlich erst ganz am Ende drauf eingehen. So, also wirklich Pokémon von einem Designstandpunkt her, ja. Mhm. Ich finde die Pokémon echt gammelig, die einfach nur quasi Tiere sind. So. Da gibt es ja auch in der ersten. Wie U-Rob und so. Genau, das sind halt einfach Robben. So. In der ersten Generation gab es das ein bisschen weniger. Hinten raus hatte ich das Gefühl, gibt es das immer mehr. Mhm. Das, also klar, ist ja auch Glurak. Zum Beispiel ist einfach nur ein Drachen, aber der hat trotzdem noch ein Stück mal was Eigenes und ist nicht ein real existierendes Tier. So ein Feuerschwanz, ja. Genau. So, aber einfach nur ein Schmetterling in groß ist halt ein bisschen langweilig. Aber ich find's aber auch realistisch, weil es können ja nicht nur komplexe Pokémon geben. Es gibt ja auch in der echten Welt, ja, gibt es auch Ratten, die jetzt keine besonderen Eigenschaften haben, also jetzt nicht extravagant aussehen. Dann gibt es aber so ganz krasse Eulen, so mit ganz komischen Gefiedern und sowas. Ja, es muss ja stimmt. Auch es gibt auch in der echten Welt Einfaches und Komplexes. Es gibt ja zum Beispiel komplex im Sinne von, es gibt ja intelligente Leute wie unsere Zuhörer zum Beispiel und dann gibt es halt Leute, die Katja Grasewitze gucken zum Beispiel. Ja. So. Muss es ja, das ist schon richtig, dass es auch abgebildet wird. Aber ich meine,
wenn man dem Schmetterling jetzt einfach auch irgendwie oben ein Krönchen aufgesetzt hätte. Ich weiß, was du meinst, sowas wie Kleinstein hätten Felsen mit Armen. Ja. Und die gibt es dann noch zweimal als Georock und Geowatz. Verstehe, was du meinst, aber ich find's aber, hat seine Daseinsberechtigung. Okay. Gut. Da sind wir uns also nicht einig. Ja, aber wir können ja später nochmal eingehen, wie gesagt, ganz am Ende hätte ich das, wenn wir dafür noch Zeit finden, so wirklich von einem Designstandpunkt her. Und tatsächlich war ja auch Peter gegen Pokémon, die wollten das ja verbieten. Ja, ist richtig. Gab's auch den einen oder anderen Skandal noch. Weil sie versklavt werden, aber ich glaube, dass wenn es Pokémon wirklich gäbe und es wären dieselben Voraussetzungen, dass Pokémon für einen kämpfen wollen, weil laut den Beschreibungen in Film und Spiel machen die das gerne. Die brauchen den Wettbewerb und die brauchen Trainer. Und sie unterwerfen sich auf natürliche Weise diesen Pokémon, den Menschen. Mhm. Als Naturgesetz. Vielleicht wäre das mit Tieren auf der Welt genauso. Wir sollten es einfach mal machen. Vielleicht fühlen so sich Tierkämpfe, so Haarkämpfe. Ja, naja, erstens das und die ganzen abgekackten Kühe und Schweine in Massentierhaltung. Mhm. Wer sagt denn, dass die sich nicht fühlen, ja? Vielleicht im Inneren freuen die sich. Denen einfach geht das so gut dort, die müssen keine Angst haben für irgendwas. Ja. Na gut, dann würde ich einfach mal kurz sagen, dass wir das alles ein bisschen faktisch hier abhaken. Absolut, also als allererstes ist ja kein Quatsch hier. Steht natürlich das Spiel, oder? Ja. Also für mich das wichtigste Medium definitiv ja. Das Spiel. Ja. Da kommt er mir ja nicht mit irgendwie Serie, Film, bla. Das ist alles Quatsch. Für mich ist nicht das Spiel, sondern die Spielereihe ist Pokémon. Ich glaube, das war auch das, was zuerst da war. Ich glaube es tatsächlich, dass es erst die Spielreihe gab, ich glaub natürlich schon. Auf dem asiatischen Markt. Mhm. Dann kam, glaube ich, vor dem Spiel die Serie zu uns. Ja, aber das Spiel an sich war... Richtig, ich glaube auch, dass wie heißt die, Game Freak, ja. Über die wurde Pokémon veröffentlicht. Ja. Und zwar von Satoshi Tajiri. Oh, richtig. Someone did his research. I did research. Und er hat als Kind gerne Insekten und Käfer gesammelt und kam dadurch auf die Idee, später Pokémon zu erfinden, ja. Die man dann sammelt und dann antreten lässt gegeneinander. Oder einfach nur sammelt, war der erste Gedanke. Das war bestimmt so ein richtig abgefuckter, perverser Typ wie bei Toy Story 1, der Nachbar gegenüber, der die Spielsachen quält, hat er halt Tiere gequält einfach. Garantiert. Hat so schön ein Glasbottich hier, wie bei den Simpsons, und auf die drauf gefropft und dann zwei Schmetterlinge gegeneinander kämpfen lassen, bis aufs Blut. Richtig abartiger Typ bestimmt. Aber erfolgreich, ja, der Erfolg gibt ihm recht. Ja, gibt es ja viele Leute in der Geschichte. Richtig. Gut, also wie gesagt, mein erstes Spiel war Edition Gold tatsächlich. Mhm. Ich habe natürlich die davor auch gespielt, aber habe nie das selbst besessen, immer nur geliehen und so. Bist du jünger als ich? Weiß es gar nicht. Nee, bin ich nicht. Du bist älter als ich. Ja. Krass. Aber Gold habe ich dann auch des Todes gesuchtet, muss man sagen. Weißt du noch, wie du, da kann man ja Shigi und so nicht benennen, aber weißt du, wie du dein erstes Pokémon benannt hast, weil ich weiß, Impergator habe ich gewählt, also auch wieder Wasser-Pokémon in der zweiten Generation. Mhm. Beziehungsweise, nee, es fängt ja an mit Karnimani, glaube ich, heißt die Karnimani. Genau. Dann Tykrakrok und dann Impergator. Ja, genau. Weißt du, wie du die genannt hast? Ich habe meinem Pokémon nie Spitznamen gegeben. Oh. Nie. Fand ich immer blöd. Dann gehst du jetzt. Ich mochte auch Menschen, die das gemacht haben. Nein, ich fand es einfach sinnlos. Also das hat mich immer verwirrt. Weil ich will ja wissen, was für ein Pokémon das ist. Wenn ich es in die Box ablagere, dann vergesse ich vielleicht nach ein paar Wochen, wie ich das genannt habe. Aber du baust doch, wenn du das benennst, eine emotionale Bindung auf. Die habe ich auch ohne einen Namen. Hm. Als mein nicht. Charakter hieß Vladi, das weiß ich bis heute, weiß ich nicht, wie ich darauf gekommen bin, vorher und hinterher keinen Bezug dazu. Und mein allererstes Pokémon hieß Günther. Ja. Der gute Günther, der hatte mir treue Dienste erwiesen, den habe ich auch hochgelevelt bis Level 100. Wer war das? Karnimani. Als ich vorher Probe gespielt habe, habe ich die halt noch nicht benannt. Und ich habe meinen Charakter immer anders genannt. Also ich war oft Tino. Hm. Wie ich privat heiße. Ah, okay. Aber ich glaube, das war auch mal unterschiedlich. Ich habe auch das Mädchen gern mal gespielt. So. Das ging ja erst später. Richtig, bei Kristall. Kristall habe ich auch dann mal gespielt. Aber im Endeffekt war ja Kristall nochmal dasselbe. Soweit nicht ganz, es war noch ein bisschen tiefgehender über Suikune. Ja, stimmt. Das legendäre Fuchshund-Pokémon irgendwas. Ein Eishund quasi. Hm, okay. Ja. Und aber in der zweiten Generation habe ich keinen Favorite. Ich hatte eine ganz lange Phase, wo ich Endivier am meisten mochte, was dann zu Megaflor wurde und Meganie.
Da hatte ich eine ganz lange Phase. Ich hatte, glaube ich, aber weniger hatte ich dann Kanimani und ganz oft hatte ich, glaube ich, Feuerriegel. Aber es hat sich immer so die Waage gehalten. Na also gut. Ich fand da die Starter auch noch richtig gut, alle drei. Also ich muss sagen, die Spiele an sich habe ich echt hart gefeiert, habe viel gezockt. Also auf der goldenen Edition hatte ich bestimmt, also 200 hatte ich auf jeden Fall, ein bisschen mehr waren es noch. Und habe auch dann hinterher noch über Super Nintendo, da kannst du ein Modul reinstecken und dann am Fernseher zocken. Habe ich auch gemacht. Die alten, da habe ich dann Rot und Blau und Gelb alle nochmal gezockt. Aber irgendwann, und ich glaube, das kam durch Final Fantasy für mich, weil das ein ähnliches Konzept hat, aber halt erwachsener und cooler und bessere Geschichte, muss man ganz einfach sagen. Keine Ahnung. Da hat dann für mich der Spielhype abgebaut, so. Weil da habe ich gedacht, okay, Final Fantasy X, das habe ich zu Weihnachten gekriegt, das kam, glaube ich, 2002 raus, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da war dann für mich der große Spielhype vorbei. Bei mir wurde, glaube ich, Pokémon durch Wrestling abgelöst. Ist ja erste, ähnlich. Das erste Wrestling-Spiel nach Hause kam. Auch PlayStation bekommen dann die erste und dann hat mein Bruder Wrestling mitgebracht und dann war Pokémon nicht mehr ganz so relevant für mich, aber immer noch da. Das ist echt sehr ähnlich. In beiden Fällen treten irgendwelche seltsamen Wesen gegeneinander an und viele finden es gut und jubeln. Letztendlich ist das Gleiche. Ja. Nun gut. Das, was ich bei diesen Pokémon-Spielen immer nicht so geil fand, was aber eigentlich, so sollte man meinen, so der Hauptanreiz ist, alle Pokémon zu sammeln. Hast du das jemals gemacht? Ist aber nicht möglich. Also außer du ja, mit Link-Kabel. Mit Link-Kabel, so. Ja. Das war noch Zeiten. Ich habe es nie geschafft, aber ich habe... Aber du hast es schon als Ziel akzeptiert, so, weil ich fand das so dumm. Ich wollte nur die haben, die geil sind. Was will ich in diese ganzen Schmotten da haben? Verpisst euch mit eurem scheiß Enton und so. Sondern gebt mir die fetten Viecher, ja, die geilen, die mach ich dir. Ich mach mein Dreamteam, so 7 Leute oder 6, ich weiß gerade gar nicht. 6 bis Level 100 hoch, knecht alle weg. Das ist geil. Aber warum soll ich meine PCs voll machen mit irgendwelchen hässlichen Schmand-Pokémon, irgendwelchen Abras oder so, die nichts drauf haben? Doch, es war meine Motivation, bis ich dann lernen musste, dass man die nicht alle bekommen kann. Ja. Dass man irgendwie ein Link-Kabel. Ich hatte dann auch mal ein Link-Kabel irgendwann, aber ich hatte keine Freunde, ja, die das gespielt haben und auch das nicht. Und da habe ich dann gesagt, das ist mir nicht so wichtig. Ich fange dann auch die Pokémon, die ich cool finde und versuche einfach das Spiel durchzuspielen. Ja. Deswegen, aber das ist ja echt der Leitspruch. Gotta catch 'em all ist ja wirklich so dieses. Und den Pokédex, Alter, fick dich, Professor Lind, fick dich, Professor Eich. Aber alle wollten wissen, was passiert, wenn du alle kriegst. Das wusste ja keiner. Doch. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist ein alter Mann, verpiss dich. Warum soll ich dir jetzt alle, mach's doch selber so. Ja, nicht nur Eich, mir schwebt da eher dieser Mr. Fuji vor. Ich bin echt nicht in so deep in der Lore. Prismania City gibt's doch in diesem hohen Gebäude, gibt's doch diesen Mann, die quasi Pokémon entwickelt haben. Die sind da auch in der Welt mit drin irgendwie. Das ist total lustig. Und dann sagt er auch, komm wieder, wenn du alle Pokémon hast. Ah, okay. Und ich wollte immer wissen, was es ist. Ja, aber heute haben wir Internet, kannst du einfach googeln. Richtig, und ich habe es auch erst vor wenigen Monaten tatsächlich recherchiert. Und weißt du, was du bekommst? Nee. Was denkst du denn? Was kann man bekommen, wenn man alle Pokémon kriegt? Von Eich und von dem... Wahrscheinlich ein Meisterball oder was richtig Dummes. Die Antwort ist etwas richtig Dummes. Okay. Etwas, was dir überhaupt nichts nützt. Spoiler! Spoiler-Alarm, ihr müsst jetzt das Video für 10 Sekunden vorspringen oder noch länger. Ihr bekommt von Professor Eich einen Wow-Glückwunsch. Ja. Und von dem Mr. Fuji, ich weiß nicht, wie der hieß, bekommst du eine Urkunde im Spiel. Wow! Glückwunsch, dass du alle Pokémon gefangen hast. Ich bin beeindruckt. Dachte ich mir. Das weiß ich, weil ich habe es ausprobiert, weil ich wollte. Ich habe es nicht mal recherchiert. Ich wusste, ich hatte so ein, wie heißt es denn, wenn man das auf dem Rechner hatte. Der Emulator. Emulator, genau. Hast du das vor allem nicht schon vor 10 Minuten mal gesagt? Ich hatte es gesagt, mir ist gerade entfallen und habe dann einfach mal mir alle Pokémon quasi erhackt. Mhm. Bin dann zu den beiden hingelaufen und hab dann gewartet, was bekomme ich jetzt? Nichts. Geil. Ja, das habe ich auch schon oft kritisiert einfach. Das ist halt nicht gutes Spieldesign. Das haben auch Rockstar ein bisschen verlernt. Bei GTA 3 war es zum Beispiel noch so, du kannst ja diese versteckten Päckchen da sammeln. So alle 10 kriegst du was Geiles. Mhm. Und dann hast du aber GTA 4, wo du dann 100 Tauben oder 200 Tauben quer über die Stadt abschießen kannst, wo du am Ende so gut wie nichts kriegst dafür. Mhm. Ich weiß es gerade gar nicht, was es war. Und zwischendrin kriegst du gar nichts. So. Du machst 199 Mal dasselbe, ohne eine Belohnung zu bekommen. Das ist einfach schlechtes Spieldesign. Da finde ich das auch. Das hätte mich auch viel mehr motiviert, wenn Eich sagt, yo, alle 50 Pokémon gebe ich dir irgendwas. Was doch, bekommst du ja auch. Ja? Okay. Du triffst doch im Spiel öfter mal auf so
Assistenten vom Professor, die sagen, oh, wow, du hast, der analysiert dein Pokédex, wow, du hast schon 20 gesehen und 30 gefangen. Hm. Und dann sagt er, wenn du so und so viele gefangen hast, dann bekommst du eine Überraschung von mir. Dann bekommst du, glaube ich, einen EP-Teiler. Hm. Das heißt, kennst du das Konzept, dass du halt eigentlich kriegst du ja nur Erfahrungspunkte mit dem Pokémon, mit dem du gekämpft hast, aber der EP-Teiler teilt diese EP auf die Pokémon auf, die du im Team hast. Ja. Und Detektor bekommst du von einem anderen, dass du unsichtbare Items findest und so. Aber ich glaube, was für mich auch noch eine Rolle gespielt hat, warum das für mich nicht so ein Anreiz war, ich hatte immer so eine Angst im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob das Urban Legend ist oder tatsächlich so, dass wenn du zu viel spielst, dass dann das Modul das nicht mehr packt und dann irgendwann automatisch dein Spielstand gelöscht wird, dass der nicht ewig darauf existieren kann. Ich habe das Modul irgendwo noch liegen. Es kann auch sein, dass ich das jetzt heute einlege. Ich habe das nie gelöscht, aber dass der Spielstand nicht mehr da ist. Ich habe gelesen im Zuge der Recherchen für diesen Podcast, ja, dass die Module an sich für 7 Jahre einen Spielstand speichern können. Ja, das ist ja ein bisschen überschritten bei mir. Dann sind die Batterien quasi irgendwie da. Das meinte ich. Ja, und da hatte ich dann immer Angst und dachte, Alter, da machst du das jetzt nicht. Mhm. Weil irgendwie, wofür ist das wert, wenn du es nicht irgendwie, klar, es ist alles nur Erinnerung, aber wenn du nicht mehr drauf zugreifen kannst, dann mach ich doch lieber irgendwie, hab meine Erfahrung jetzt so. Das ist, spiel's durch. Das ist wie das Leben. Du kannst es nicht speichern. Ja. Kannst du schon, aber nur vorübergehend. Nur im Kopf. Und dann, wenn es weg ist, ist es weg. Du kannst es nicht für immer behalten. Ja, aber es kann ja keiner nachweisen. Kann ich einfach sagen, ich habe sie alle gehabt damals. Kannst du behaupten. Egal. Eine kleine Sache noch neben Linkkabel, um die zu bekommen, gab es ja auch noch. Man konnte ja ein bisschen cheaten. So. Man konnte zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob du das wusstest, in der ersten Generation konntest du Mew, glaube ich, bekommen. Wenn du da unten bei dem Boot irgendwie so rum... Nee, das war nicht Mew. Mew war oben in der Höhle, glaube ich, konntest du tatsächlich bekommen. Du konntest und Mew unten, durch solchen Trick bekommen, ja. Unten gab es Missinio. Missing No, genau. Missing Number. Missing Number, ja. Ja, da musst du irgendwie hoch und runter da bei dem Boot lang schwimmen, genau. Und das war ganz nice. Und in der zweiten Generation gab es dann tatsächliche Cheats, wo du, wenn du irgendwie beim Rübertransferieren von einem Pokémon von einer Box in die andere dein Gameboy ausgemacht hast, glaube ich, hast du es plötzlich zweimal. Stimmt, es gab den Doppelungstrick. Oder auch, du musst ihn die Schritte machen und währenddessen musst du ein Pokémon mit einem Item, du kannst ihm ja irgendwie Ball oder sowas geben, musst du auf die 6. Stelle der zweiten Box tun. Mhm. Und dann wird das verdoppelt. Genau. Irgendwie. Das gab's ja. Das fand ich so faszinierend. Erstens, also damals gab's zwar schon Internet, aber also keiner hat's genutzt. Erst recht nicht in unserem Alter so. Und dass sich dann trotzdem sowas verbreitet über die Schulhöfe. So, es gab viele Urban Legends bei Pokémon. Ja. Sehr, sehr viele. Zum Beispiel, dass du auf die MS Arne, zum Beispiel, dass du da irgendwie mitfahren kannst, wenn du es richtig machst. Oder wenn, dass du, die Spielwelt war ja begrenzt mit diesen ganz komischen Säulen, wo das Gras war, links und rechts. Und da war das Gerücht immer, dass da Mew ist. Hm. Und da kommst du halt hin. Stimmt aber alles nicht. Aber es so viele Urban Legends, und die man ja alle ausprobieren wollte, aber nicht konnte teilweise, weil es nicht ging. Urban Legends in der Stadt quasi, komme ich zu einem guten Thema. Pokémon Go war nämlich ein ganz großes Thema. Für einen Sommer lang. Richtig. Hast du das gespielt? Ich hatte, als es rauskam, ein sehr furchtbares Handy, was es nicht spielen konnte. Okay. Alle um mich herum hatten Pokémon Go, nur ich nicht. Und dann ist der Trend abgeflacht und dann habe ich ein neues Handy bekommen. Über ist egal wie. Und dann habe ich, das ist kompliziert zu erklären. Der Laster, von dem es gefallen ist. Und dann habe auch ich angefangen, tatsächlich Pokémon Go zu spielen. Und ich habe es nicht genossen. Ja. Ich fand das Spielprinzip einfach nicht cool genug und zu stark verändert, weil es wohl gar nicht für Pokémon gedacht war ursprünglich. Und deswegen, du konntest dann lange Zeit nicht kämpfen, konntest nicht tauschen, keine Orden fangen und auch, dass das, wie du Pokémon fängst, einfach nur so mit so auf dem Bildschirm wischen und einfach so ohne das Pokémon zu schwächen, da zu fangen, das hat mein Pokémon-Prinzip nicht befriedigt. Von dem Spieldesign her war es auch einfach scheiße, muss man sagen. Also ist meine Komplett. Meinung, aber muss man einfach sagen, als Komplett. Fakt darstellen. Aber diese Bewegung, dieser Sommer, dass da wirklich plötzlich alle draußen waren und du diese Hotspots gesehen hast, so ein paar, zwei Monate wird es gewesen sein, echt, wo alle Leute, das war schon irgendwie geil, so dieses Gefühl, ach, guck da vorne und so, da ist jetzt wieder ein Pokestop. Da gab es auch so Massenmomente, so du konntest das nur machen mit 10 Leuten oder so.
richtig gute Aufnahmen auch gesehen, wo dann irgendwie echt 200 Leute an einem Pokestop waren, einfach nur, weil da irgendwie gerade ein seltenes Pokémon war. Aber hattest du Pokémon Go? Nein. Aber ich habe es sehr gerne von außen beobachtet. Aber es war mir zu dumm, es war mir einfach zu sehr Zeitverschwendung, weil... Ich bin auch noch nicht ganz klar... Kein befriedigendes Spiel. Ich bin auch nicht ganz im Klaren darüber, wie ich über die Menschen denke, die Pokémon Go noch spielen. Man sieht sie noch in der Stadt, ja, gelegentlich, und dann gucken die auf ihre Handys. Und das sind so vereinzelt irgendwelche Leute, die ganz komisch aussehen und irgendwie nicht so aussehen wie Leute, die jetzt irgendwie viele Freunde sonst haben. Und es sind immer so Leute, wo ich zufällig aber immer denke, irgendwie, die sind unsympathisch. Und ich außer sie das heißen noch. Benny. Zum Beispiel. Wenn die zufällig Benny heißen, dann ist das richtig. Natürlich voll. Ich habe auch Freunde, die das immer noch spielen. Aber es sind manchmal so ganz komische Leute und Gruppen, die sich dann so ganz komisch angucken und irgendwie sich erwischt, ertappt fühlen, wenn die von Leuten beobachtet werden, wie sie da am Pokestop sind. Und ich weiß nicht, ob ich die cool finde, weil sie außerhalb des Hypes spielen oder ob es einfach Loser sind. Weiß ich noch nicht. Schreibt es in die Kommentare. Seid ihr Loser, die Pokémon begeistern? Nee, aber die Pokémon Go Spieler, sind das denn Loser oder sind das keine Loser? Ich weiß es nicht. Mir war das zu Mainstream, Pokémon Go, muss ich auch ehrlich zugeben. Oha. War auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, mache ich nicht mit. Scheiß Hipster. Ich habe es vielleicht so 2-3 Monate nachher gespielt, bis ich Level 10 war und dann bin ich ausgestiegen. Um mal das Speicher. Wo wir ausgestiegen sind vorhin, war das Thema Design. Da wollte ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen, weil da habe ich auch 1-2 Beobachtungen gemacht, die ich sehr gut finde. Ja. Wie zum Beispiel, es gibt ja das Pokémon Goldini, was offensichtlich eine Frau ist oder weiblich sein soll. Okay, ja, kann sein. Ziemlich sicher. Und kann das sein. Wiederum entwickelt sich weiter zu Gold King. Richtig, gibt es eine Gold Queen? Ich glaube nicht. Und ich finde, da sagt Pokémon schon, gibt ein ganz klares politisches Statement, wenn eine Frau kann nur verbessert werden, indem sie zu einem Mann wird. Richtig. So. Also Transgender quasi, ein Transgender-Fisch kann man Transgender sagen. Transgender von mir aus, aber es hält auf jeden Fall für die Männlichkeit die Fahne hoch. Kann man sagen. Auch schön. Schön einfach. Aber nicht nur frontfeindlich, auch Bodyshaming betreibt Pokémon. Ja. Denn Pikachu war anfangs ein sehr pummeliges Pokémon. Ah, stimmt. Und wurde mit aufstrebendem Erfolg immer schlanker. Ja, weil es sich einfach mal bewegt hat. Und nicht nur auf der faulen Haut sein Fett vor sich hingaren lassen hat. Glaube ich nicht. Das waren ganz bitterböse Marketingstrategien. Na gut. Meine Meinung. Nur meine Meinung. Dann da ist mir aufgefallen, dass ich finde, dass die Pokémon nach hinten raus immer unkreativer wurden. Das kann natürlich sein, dass ich da die rosarote Brille, die Nostalgiebrille aufhabe. Aber so nach vorne, wenn ich hier die neuen Generationen angucke und ich war halt nur bis zweite dabei. Und jetzt gibt es mittlerweile 800, noch was, 819 oder so. Oder 900 jetzt bald mit der neuen, keine Ahnung. Es sind jetzt ganz genau 812 Pokémon. Ja. Mit 18 verschiedenen Typen. Bei uns gab es damals noch Feuer, Wasser, Pflanze, Gift und so, ja. Jetzt sind aber irgendwie noch Feen und... Was kam halt noch Quatsch Typen ist. Dazu. Was ist denn Fee? Fee wäre für mich... Flabébé ist eine Fee. Zum Beispiel. Ja, aber das ist doch Quatsch. Oder Toxic, glaube ich auch, keine Ahnung. Und die sind stark gegenüber Drachen. Und vielleicht soll ich auch nicht unbedingt unkreativ sagen, sondern eher so generisch. So. Da, du siehst nicht auf Anhieb, das soll jetzt ein Pokémon sein, finde ich. Sondern das ist halt jetzt einfach so ein... Ja, so ein... Könnte auch ein Digimon sein. Aber früher... Also bei Digimon und Pokémon habe ich schon immer irgendwie so ein... stilistischen Unterschied gemerkt? Ja, auf jeden Fall. Ich muss sogar sagen, dass ich Digimon oftmals wesentlich kreativer fand. Definitiv. Immer auch tiefgehender. Auch die Serie viel besser. Detailliert. Vielleicht wollen wir einfach mal auf die Serie eingehen, weil das... Pokémon hatte die besseren Spiele, aber Digimon die bessere Serie. Ja. Muss man so sagen. Finde ich auch. Habe ich tatsächlich auch, es ist auch schon wieder ewig her, aber so 5-6 Jahre wird es her sein, habe ich nochmal die Serie geguckt oder also die ersten 10 Folgen oder so. Und war tatsächlich immer noch ganz okay, weil es vermittelt halt für Kinder so ein wichtiges Gefühl von Pokémon Freundschaft. Oder Digimon? Und so. Digimon rede ich jetzt. Ja. Aber wir wollen ja über Pokémon reden. Aber nächste Folge, 20 Euro und dann reden wir über Digimon. Ja. Würde mich sehr freuen. Die Pokémon-Serie, muss ich sagen, habe ich auch als kleiner Wanz schon gesagt, weil meine Freunde haben alle immer so davon geschwärmt, oh, heute kommt Pokémon, das muss ich gucken. Und verglichen mit zum Beispiel Dragon Ball und so, war da für mich viel zu extrem, dass die Animation so sehr, sehr... so rudimentär, einfach nur, weißt du, also man sieht eine Person, die bewegt nur den Mund, aber nichts sonst bewegt sich. Wahrscheinlich mussten die ihr Budget immer für die Kämpfe aufheben, so. Also klar hast du das bei Dragon Ball auch, aber das war nie so krass wie da. Vielleicht war es auch nur erste Staffel oder so, aber das, was ich von Pokémon gesehen habe, war immer so ein bisschen... Ich habe die Serie schon gefeiert als Kind. Ich wollte immer wie Ash sein. Fandst du Misty geil? Nein.
Aber ich glaube, die soll schon so sein. Also mit kurzer Hose und so will ich jetzt nicht hier Slut-Shaming betreiben, aber ich glaube, die wurde schon so in die Richtung gemacht. Nee, tatsächlich kam das bei mir relativ spät, dass ich auf so Charaktere auf die Weise geschaut habe. Das kam echt bei mir viel später. Bei dir waren es am Anfang nur die Pokémon, die du richtig, so, die ich so geil mit fand. Lüsternem Schwengel. Ich hatte auch viele Plüschtiere, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Du warst ein Fan von Ash. Genau, ich war ein Fan von Ash. Dabei ist ja eigentlich, ich bin da noch nicht ganz entschieden, weil zum Beispiel bei Dragon Ball, wie du das so angesprochen hast, und bei Digimon, sind das ja immer Gewinner, die Protagonisten. Ja. Die besiegen immer alle und sie sind immer die Stärksten und gewinnen am Ende. Aber Ash, der braucht immer viel Training, der verliert immer die erste Runde gegen Pokémon-Trainer und dann gegen Arena-Leiter. Und dann gewinnt er, aber durch einen ganz krassen Kampf. Und er scheitert aber auch ganz oft bei vielen Dingen, zum Beispiel bei der Pokémon-Liga. Mhm. Und da frage ich mich jetzt, ist das jetzt cool? Weil das vermittelt, ihr müsst nicht immer gewinnen, Kinder. Verlieren ist mal okay, auch als bester Pokémon-Trainer. Ja. Oder finde ich es einfach scheiße, weil er ein Loser ist. Mhm. Aber ich brauche ja ein Vorbild, was gewinnt und nicht verliert. Ja, aber im Endeffekt gewinnt er ja. So, das ist ja eine lange, harte Reise. Wie das, was ich mit meinem Onkel vorhin angesprochen habe. Ja. Ja, also weiß ich nicht, ich war jetzt nie ein großer Fan. Misty, die hat halt so ein bisschen meinen Pippi Langstrumpf-Fetisch bedient, aber auch nur zur Hälfte, sie hatte nämlich nur einen Zopf, deswegen war sie auch schon wieder raus. Und was auch gar nicht ging, die hatte dieses hässliche Togepi dann irgendwann da dabei. Togepi! Also ganz, ganz furchtbar. Ja. Naja, egal. Das auf jeden Fall dazu. Dann, was mir an der Serie noch hängen geblieben ist, das Team Rocket irgendwie fand ich auch schon nicht geil als Kind. Aha, Team Rocket immer weg und so, ich weiß nicht. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ja, also, weißt du, ich fand das nicht geil. Ich fand halt, ich habe parallel sowas geguckt wie Detektiv Conan, wo die Bösewichte auch wirklich böse waren und nicht solche Witzfiguren und so, weißt du. Aber das war ja auch wieder dieses Ding, weißt du, dass nicht Misty, jetzt Jesse und James immer so ein bisschen noch aufgepasst haben und im Notfall zu denen gehalten haben. Im zweiten Pokémon-Film, wo es um Lugia geht, Da retten sie ja Ash und die Welt mit. So, ja. Und Team Rocket, also zumindest Jesse und James waren immer so Aufpasser. War das im zweiten Pokémon-Film, wo es ganz am Ende irgendwie geht, nur Asche ist, was bleibt? Und dann Asche? Ash! Genau. Echt, das ist der Alter. Alter. Ich war halt so jung und dachte im Kino, Alter, was? Hä? Nur Asche ist, was bleibt? Asche? Ash, das war so schlecht irgendwie. Naja, egal. Den aber ersten Pokémon-Film habe ich übrigens auch geguckt, wenn wir gerade eh über Serie sprechen. Können wir auch den Film gucken, Film sprechen. Der erste Film fand ich noch richtig geil, weil Mewtwo ist halt geil, ne? Der Film war so emotional, als Ash da fast gestorben ist. Ich war auch noch im Kino und dann kriegst du noch so eine Karte. Die Mew-Karte, hab ich nicht mehr. Habe ich auch nicht mehr. Die ist heute 5, 6 Euro wert, glaube ich. Ja, immerhin. Ja, aber war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, der Film. Aber wie gesagt, mit der Serie hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt. Inzwischen gibt es 20 Staffeln von dieser Serie und Ash ist immer noch irgendwie 10 Jahre oder so. Der wird nicht alt. Deswegen ist auch die ganze Prämisse auch, ne? Ja. Dass irgendwie ein, weiß ich nicht, 12-jähriger Junge oder so, 10-jähriger Junge von zu Hause abhaut, um die Tierwelt in ihrer Welt zu versklaven. Da gibt es auch so ein lustiges Meme, wo so Professor Eich so ins Haus von den Ketchums kommt und Ash fragt, und ist deine Mutter immer noch Single? Ja, hier, hast du ein Pokémon, geh mal auf Reisen, viel Spaß. Nice. Ja. Und weil du Team Rocket ansprichst. Ja, das habe ich ja eben gemacht. Richtig. Vor 10 Minuten. Richtig. Im Laufe der Recherchen ist mir aufgefallen, wie dumm die eigentlich sind. Im Laufe der Recherche erst. Naja, ich meine auch die richtigen in den Spielen, so ja. Die ganze Organisation. Ja. Die lassen sich von diesen Protagonisten besiegen, jedes Mal. Das sind 100 Rocket-Rüpel gegen einen Popelkind. Das stimmt. Und alle treten nacheinander in einen Pokémon-Kampf gegen den Mann. Vor allem, dass sie dem nicht einfach mal gezielt in die Magengrube treten oder mindestens so. Mindestens einfach eine Kalaschnikow in die Fresse halten. Die Kniescheiben rauslatschen. Irgendwas. Sowas. Die sind total lieb und lassen sich in einem Pokémon-Kampf besiegen. Oh, wir gehen nach Hause, wir können das nicht. Das stimmt. Das ist so dumm. Ganz großer Quatsch, der da erzählt wird. Wieso erschießen die den nicht einfach? Echt? Wenn die böse sind. Wie gesagt, bei Detektiv Conan, die schwarze Organisation, hätte das sofort. Aber ist egal. Der Film, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr viel drüber. Ich glaube, es gab so einen Kampf.
Mewtwo gegen Mew, war das richtig? Oder die hatten, glaube ich, irgendwie so Klon-Pokémon gegen richtige Pokémon? Nicht ganz. Mewtwo wollte quasi beweisen, dass er nicht nur das beste Pokémon ist, sondern auch der beste Trainer ist. Ah. Er hat dann alle die besten Trainer der Welt quasi eingeladen, zu sich zu kommen. Aber er hat geklonte Pokémon verwendet. Er hatte geklonte Pokémon. Ja. Und hat dann quasi kämpfen wollen gegen die ganzen Leute. Für Leute, die vielleicht gerade zuhören und gar nicht Ahnung von Pokémon haben, Mewtwo ist ja der Klon aus Mew von Team Rocket hergestellt, glaube ich. So. Und der bricht aus am Anfang des Films. Genau, ich habe gelesen, dass Mewtwo gebärt hat. Okay. Und Mew wurde irgendwie geklont. Also ich habe es nicht ganz verstanden. Also wenn du auf der Zinnoberinsel bist, in den Spielen und in diesem abgebrannten Haus bist, erfährst du ja so ein bisschen die Story von Mew und Mewtwo. Keine Ahnung, aber erzähl mehr. Und da geht es halt darum, dass Mew Mewtwo gebärt hat. Und sie haben aus den Überresten da Mewtwo irgendwie dann erst gezüchtet. Ich habe es nicht ganz verstanden, was jetzt nur wie rum ist. Okay, da hat der Giovanni von Team Rocket nochmal seinen Giovanni rein und dann. Nein, nicht rumgeholt. Giovanni, nein, das waren andere Wissenschaftler. Da. Aber hieß Team der Rocket. Nicht Giovanni? Das war Giovanni, oder? Giovanni ist der Boss von Team Rocket. Aber der hat mit Mewtwo, glaube ich, nicht so viel. Doch, er hat ihn, glaube ich, dann entführt oder weiß ich nicht. Auch ich habe es gar nicht im Kopf. Lass uns lieber nochmal über was Neues reden, nämlich Detective Pikachu. Da passt nämlich unser Name Internet, unser Name Brennpunkt Internet sehr gut, denn dieser Film bringt das Internet wirklich in Wallung. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber die Trailer gehen ab wie ein Zäpfchen. Ich habe einen Trailer gesehen. Wirklich, also die Fanbase ist entzückt. Natürlich hat Ryan Reynolds auch durch die vergangenen Deadpool-Filme da einen großen Hype mit. Muss ich sagen, da passt es irgendwie nicht ganz so. Aber wahrscheinlich liegt es auch nur daran, dass es sich anfühlt wie, ich mache Deadpool, aber ich darf nicht ficken sagen, so ungefähr. Mal gucken, wie es wird. Im Kino werde ich es mir auf jeden Fall nicht angucken. Ich auch nicht, ich bin auch noch sehr kritisch. Ich habe ein bisschen Interesse dran, weil ich die Deadpool-Filme zumindest unterhalten fand und wenn das ein bisschen ähnlich ist. Aber die ganzen Pokémon so in real umgesetzt, sieht teilweise echt ein bisschen weird aus, muss ich sagen. Aber ich möchte halt einen richtigen Pokémon-Film haben, also richtig einen Real-Pokémon-Film, wo es um... der in der Pokémon-Welt spielt und nicht so wie so ein Pokémon in die... Oder nee, das ist doch die Pokémon-Welt, oder? Ich denke schon. Also ich glaube nicht, das sah sehr typisch asiatisch aus und nicht Kanto. Stimmt, ich war jetzt ganz kurz falsch. Ich dachte, dass Pikachu auf einmal da ist und dann in der realen Welt. Nee, ist gar nicht so. Das sind richtige Pokémon. Stimmt, dann bin ich weniger kritisch. Okay. Aber das Pikachu spricht ja, kann ja sprechen. Ja. Das finde ich wieder scheiße. Das kritisiere ich wiederum. Okay. Pokémon dürfen nicht sprechen. Aber Mauzi kann das auch in der Serie. Ja, weil es das gelernt hat. Aber ich will nicht, dass das die Pokémon von Natur aus sprechen können. Vielleicht hat es das Pikachu auch gelernt. Ich weiß es nicht. Wir können ja darüber sprechen, wenn der Film... Wenn der Film gelaufen ist. Wir werden es im Brennpunkt Internet thematisieren, Wir können ja eine Review machen. Ihr könnt ja zum Beispiel spenden 20 Euro und dann können wir eine Review machen. Richtig. Ja, nice. Dann spreche ich noch kurz das Sammelkartenspiel an. Ja. Hast du das mal gespielt? Nie richtig, aber ja, ich hatte ganz viele Karten. Ich hatte auch viele Karten, hab's einmal auf Schule, ich weiß es noch genau, auf der Bank, wo ich saß, habe ich es einmal gespielt und ich fand es von Anfang an dumm. Und aus heutiger Sicht kann ich sagen, ich finde es immer noch dumm. Mhm. Weil, also ich habe es natürlich ewig nicht gespielt, aber wenn ich es mit Magic vergleiche, wo du jede Runde deine Ressourcen wieder hast, da war es, glaube ich, so, dass du deine Energiemarken verwenden musst und dann sind die weg. Und das ist ganz komisch, also ich wirklich ganz großes Viertel, Achtel, Sechzehntel Wissen hier gerade. Aber auch auf Turnieren kriegst du mit, dass es nur so ein Kombo-Deck gibt, wo du dich quasi durchs ganze Deck durchziehst und alle Karten in einem Zug spielst. So. Das ist alles ein bisschen absurd. Und vielleicht muss ich der Sache noch eine Chance geben, aber ganz ehrlich, nee. Wir haben Pokémon auch nie richtig gespielt. Wir wussten gar nicht, wie das funktioniert. Also ich persönlich fand eher dieses Pokémon-Sammeln viel spannender, die Karten. Ja, absolut. Also... da gab es eigentlich keine andere Motivation dahinter. Oh, du hast das übelst seltene, das will ich auch, so. Ja, eher sowas. Und ja. Weil die Karten halt schön glitzernd waren manchmal. Manche, ja. Und dann gab es auch schon so, oh, die mit dem Stern sind besonders selten, die musst du sammeln. Da, wo zweite Edition draufstehen, die sind nicht so wertvoll wie die aus erster Edition. Dann gab es gefälschte Pokémon-Karten. Ja, ja habe ich auch mal gemacht. Echt, ja? Ja, habe ich extra meinen Vater gefragt, ob er nicht was ausdrucken könnte und so. Aber auf so. Aber man hat natürlich. Ja, aber man hat Papier, natürlich oder? Gesehen, dass es gefälscht war. Okay, so. Also, es war jetzt nicht professionell, aber. Da fand ich Yu-Gi-Oh! Schon spannender zu spielen. Ich definitiv auch, ja. Aus heutiger Sicht, das liegt auch daran, dass ich so viel Nintendo in meiner Kindheit gespielt habe. Ich bin einfach übersättigt mit dieser ganzen. Dieses Kitschige, so dieses ganz Kunterbunte, das kann ich nicht mehr so sehen. Und deswegen finde ich halt sowas wie Magic da den reiferen und
Ja, das, da ist halt für mich ernstzunehmende Kunst drauf. Mhm. Und diese digitalen Pokémon und Yu-Gi-Oh! Artworks, Anime, Manga-Dinger. Kann ich verstehen. Ja, sorry, wenn ich da jetzt vielleicht den einen oder anderen vor den Kopf stoße, aber finde ich die Magic Artworks geiler. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, was ihr für Spielkarten bevorzugt. Ist es Pokémon? Ist es Magic oder seid ihr lieber auf der Uno-Seite? Ja. Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht noch so ein paar Fun Facts. Du hast vielleicht auch noch was, wo wir drüber reden können. Es gab zum Beispiel am Anfang einen großen Skandal, das Pokémon Rosana, was man übrigens auch sehr gut sexuell verwenden kann. Geile Lippen auch, ja. Ja, dass das am Anfang schwarze Haut hatte. Mhm. Und dann haben sich Leute beschwert. Also eine Schriftstellerin ganz vorneweg hat gesagt, ey, das geht nicht, das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Weil sie ja auch wohl aussieht wie eine dunkelhäutige Person. Ich glaube auch, dieses Pokémon spielt so ein bisschen auf diese schwarze Kunst an, so schwarze Magierinnen und so, kann schon sein. Aber warum das jetzt so triggert, verstehe ich nicht. Ja, und da haben sie dann interveniert und die Hautfarbe in lila verwandelt. Genau. Und das ist sehr schade. Aber zum anderen frage ich mich, warum dann zum Beispiel in Dragon Ball dieser Skandal nie war. Dragon Ball hast du auch geguckt? Klar. Da gibt es einen, der heißt Mr. Popo. Ja. Der und er aber, sieht genauso aus. Oh, der war ja Gottes Stellvertreter. Natürlich. Gottes Assistent oder so. Aber sowas. Man kann auch sagen, er war der Sklave von Gott. Später wurde er aber auch zu Gott. Als ja, Gott das, tot war. Das weiß man ja nicht, so, wenn man da reinkommt. So. Ach so, ja. Was später passiert, ist ja erstmal egal. Aber also ich habe den nie als irgendwie schlecht oder was gar weiß ich nicht, angesehen. Gar nicht. Mr. Popo war immer einer der geilsten. Ja, so. Der war witzig. Und stark war er ja auch. Er hat ja auch Son Goku trainiert. Ja. Aber das ist eine andere Ausgabe von Brennpunkt Internet. Ja. Auf jeden Fall finde ich das auch wieder ein bisschen überzogen, aber mein Gott, ja, sollen sie halt. Wie die PETA-Geschichte. Das sind ja einfach nur digitale Figuren und keine echten Tiere. Also PETA ist ja eh auch gerade wieder groß in der Kritik, weil sie nur Scheiße bauen und man denkt sich manchmal eigentlich, vielleicht ist PETA so von den Fleischbefürwortern ins Leben gerufen, um den Fleischfressgegnern einfach einen schlechten Ruf zu geben, weil die bauen ja nur Scheiße. So, die machen ja nur viel, nicht nur. Ich bin schon auch pro PETA, aber nicht immer. Okay. Nicht immer. Ja, also es ist großer Quatsch dabei, muss man einfach sagen. Ja, auf jeden Fall. Auch großer Quatsch, finde ich, diese große Anzahl von legendären Pokémon inzwischen. Wie viele gibt es denn? Das habe ich ausgerechnet. Es sind inzwischen 8,31% legendäre Pokémon. Oha. 8,31. Ja, das ist ja dann nicht mehr legendär. Das ist ja quasi wie... Na, die Pokémon an sich sind legendär. Das ist eine einfache Minderheit auf der Welt. Das ist der weiße Mann. Richtig. Also ich finde, die Pokémon an sich sind immer noch legendär, weil die gibt es meistens nur einmal. Mhm. In den Spielen, in den Filmen nicht. Da gibt es manchmal viele Lugias. Ich muss es auch zurücknehmen, weil der weiße Mann ist legendär. Richtig. Also eigentlich haut es schon wieder hin. So oder so ist er legendär. Und ich finde, das ist zu viel. Zu viele legendäre Pokémon. Ist es definitiv. Eigentlich, guck mal, am Anfang gab es 1, 2, 3, 4, die Fliegenden und Mew, oder? Es gab noch die drei mehr. Vögel und Mew und Mewtwo. Das waren die fünf. Sind 5 auf 150. Richtig. Es sind, glaube ich, weniger als 8%. Ungefähr. Ja. Und da gab es ja Suicune, Entei und Entei, Suicune und Raikou. Raikou, genau. Das waren nur 3. Ja. Und dann kam Generation mit auf einmal 5 legendären Pokémon. Dann gab es dann noch mehr legendäre Pokémon. Der und das größte, nimmt langsam überhand. Der größte Quatsch für mich war aber die Rückentwicklungen. Also dass dann Pikachu zu Pichu wurde, diese Babyentwicklungen. Da muss auch irgendein Vatikan-Vertreter seine Finger im Spiel haben. Weil wie werden Pokémon denn geiler, wenn man sie jünger macht? Das sollte ja nur den Süßigkeiten-Faktor erhöhen. So. Ja, aber weil die halt diesen Mini-Cup eingeführt haben, bei Pokémon Stadium gab es ja diesen Mini-Cup, wo man nur mit den Vorentwicklungen kämpfen konnte. Da wollte man so ein paar niedliche Pokémon einführen. Ich finde es auch nicht geil. Also gerade, ja, Weiterentwicklungen, okay, finde ich sinnvoll, dass man die vorher nicht gesehen hat, aber auf einmal die haben das ja auch in der Serie so verkauft, als wären die in den Spielen und Filmen, als wären die gerade erst entdeckt worden. Ja. Als gäbe es ja jahrzehntelang nur diese 150 Pokémon. Auf einmal entdeckt man 100 neue und nochmal 100 neue und nochmal 100 neue. Macht halt keinen Sinn. Gerade von Vorentwicklungen. Die muss man doch schon vorher gesehen haben. Das stimmt. Ja, wenn man drüber nachdenkt, bricht das in sich zusammen. Pokémon ist so unlogisch. Das stimmt. Das ist ganz großer Quatsch. Das stört mich total. Warum reden wir hier überhaupt drüber? Das mache ich nie wieder. Benny, meine Güte. Danke fürs Geschäft. Ja. Na, vielleicht noch einen kleinen Funfact. Vielleicht erzählen wir auch mal Sachen, die Benny noch nie gehört hat. Uri Geller zum Beispiel. Ja! Großes Ding. Uri Geller hat Pokémon verklagt, weil Simsala...
Abracadabra Simsala, genau, Simsala einen Löffel in der Hand hat und Urigella hat ja den Löffel erfunden. Richtig. Uri Geller selbst ist ja bereits ein Löffel quasi. Und er hat ja auch manchmal Joghurt gegessen mit einem Löffel und dachte sich deswegen, oh, Simsala ist ein Pokémon über mich, deswegen verklage ich den jetzt. Ja, ganz großer Quatsch. Uri Geller, ich weiß nicht, das war glaube ich auch zu einem Zeitpunkt, wo er wieder irrelevant war und keiner ihn kannte. Das war noch vor The Next Uri Geller, weit davor. Er hat Stein Schalosch. Ja. The Stage is yours. Habe ich auch geguckt, war aber auch ganz, ganz viel Quatsch dabei. Ja, klar. Und ja, hat er gesagt, hier, ich möchte ganz viel Geld haben und soweit ich weiß, ist da nichts draus geworden. Nee, er ist abgewiesen, zurückgewiesen worden. Es stimmt ein bisschen, weil Simsala ja auch Löffel verbiegt, aber er ist... Ja, aber das trotzdem, also ich glaube auch, das hat er nicht erfunden. Das ist trotzdem weit hergeholt. Ich kann mir vorstellen, dass es diesen Löffel-Verbiegetrick auch schon vor 200 Jahren oder so gab. Ich kann es ja auch nicht genau sagen. Es ist Quatsch, es ist Quatsch. Ich finde es immer schade, wenn Leute irgendwelche anderen Leute verklagen und behaupten, dann das wäre ihre Idee, wenn es gar nicht... so direkt ist. Ja. Und jetzt vielleicht noch zum allerletzten Schluss ein aktuelles Thema, denn es kommt ja jetzt neue Pokémon-Spiele raus, Schwert und Schild. Ja, da guckst du zurecht sehr komisch gerade. Nach Perl und... Ja, die brauchen ja neuen Namen, weil die Eichel. Farben ja alle weg sind jetzt und so, ja. Genau. Schwarz, Weiß, Rot, alles schon durch. Pokémon, Vagina und Eichel. Das wäre gut. Und da muss ich sagen... Also ich habe das davon erfahren in einem Video von Mr. Trashback, der darüber berichtet hat, habe ich angeklickt, habe geguckt, aha, und er sagt halt so, und ich muss sagen, das sieht richtig, richtig geil aus. Und im Endeffekt sieht man aber in der Footage von dem Trailer nichts außer einer Person, die halt durch die 3D-Landschaft geht, die jetzt so ein bisschen aussieht wie Animal Crossing oder so. Mhm. Und da finde ich schon krass, dass Pokémon an einem ganz anderen Maßstab gemessen wird, weil das ist halt meiner Meinung nach nicht revolutionär, dass du jetzt durch so eine dreidimensionelle, also klar, für Pokémon gesehen. Es wünschen sich halt viele. Richtig. Ja. Aber auf die, wie weit Videospiele inzwischen sind, darauf gesehen, ja, ist das ja nichts. Das ist einfach nichts. Muss ich aber auch dazu sagen, dass ich die letzten, weiß ich nicht, wie vielen Spiele nicht gespielt habe und deswegen das nicht nachempfinden kann. Tut mir leid, Benny. Aber das, also man hat halt nicht wirklich... In diesem Trailer, den er eingeblendet hat, hat man nicht mal was Spektakuläres gesehen, sondern einfach nur eine Person. Nur die Grafik irgendwie. Eine Person, die durch diese Bildschirme geht, die halt jetzt dreidimensionaler sind. So. Und dann sagt er halt, oh, das sieht so gut aus. Sieht's halt nicht. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich habe erst so im Rahmen dieser Recherche davon erfahren, dass es neue Pokémon geben soll. Ich muss aber sagen, wenn ich zum Beispiel mein Handy hätte und könnte da unterwegs so ein Spiel spielen, würde ich das definitiv machen. Gibt's so. Ja. Es gibt auch so Emulatoren. Ja, aber ich meine so ein neues jetzt speziell. Ach da würde ich definitiv, habe ich schon Interesse. Also mir juckt es da schon ein bisschen in den Fingern. Klar bin ich durch Final Fantasy verwöhnt und so, aber für unterwegs ist sowas schon geil. So. Ich würde voll gerne wieder in der Öffentlichkeit Pokémon auf dem Gameboy spielen, aber mein Kumpel Nick aus Dings hat mein Gameboy immer noch. Habe ich ihm ausgeliehen vor 2 Jahren mal und ich habe mir nie zurückgeholt. Wenn ich den wieder habe, kann ich einfach ganz cool im Fernbus oder im Zug mit einem lila Gameboy spielen. Ich würde gerne in der Öffentlichkeit meinen Penis wieder mehr rausholen dürfen, aber leider habe ich da eine Unterlassung bekommen. Mhm. Deswegen geht das nicht. Danke, danke, me too. Jetzt haben wir hier schon überzogen. Richtig. Nur für Benny. Nur für dich. Das kostet auch extra. Ja. Pro Minute 1 Euro. Wir gucken dann mal. Hol mal nach, ne? Ja. Schön, wir sehen uns im nächsten Stream, Benny. Ja, also hey, es war sehr schön. Sehr witzig, ich hatte noch so viel auf dem Zettel, aber es ging so schnell vorbei, dieses diese Aufnahme. Das machen wir sehr gern öfter, wenn ihr es wollt. Ja. Und zu welchem Thema auch immer. Whatever. Vielleicht wäre es ja auch mal interessant zu einem Thema, wo wir keine Ahnung von haben. Aber ich meine, guck uns an. Wir sind einfach nur sehr bewanderte, sehr belesene, sehr kluge und attraktive Menschen. Wir wissen über alles Bescheid. Quasi. Also ist eine Challenge für euch. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann in Zukunft ein gewisser Tino R. 20 Euro spendet und dann mit dem Thema Wrestling. Ja! Yes, tut mir den Gefallen. Ja, das sehe ich schon kommen. Nee, wir schauen mal. Ansonsten sehen wir uns, hören wir uns, riechen uns am nächsten Sonntag wieder. Smell, denn diesmal schaffen wir es bestimmt wieder pünktlich. Promise. Hast du nicht im letzten schon irgendwas versprochen? Ja. Naja, egal. Gut. Ich kann Menschen nur enttäuschen. Vielen Dank fürs Zuhören bisher her. Wir sehen uns in den Kommentaren, wir hören uns. Und riechen uns und schmecken uns hoffentlich ganz, ganz oft. Vielen Dank an Benny und habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Oh, ist die Musik gerade schön. Ah ja, die gefällt mir heute mal.
Haben wir andere gewählt? Weil das keine Ahnung. Spiel, hier könnte man machen, theoretisch, ja. Oh, das ist ja andere Musik jetzt. Ja, ja.